Ahoi, liebe Campernation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs. Wir machen einen letzten Trip. Oh ja, mal gucken. Ja, mit unserem Bulli, da sind wir unterwegs. Und wohin es geht, ja, lasst euch einfach überraschen. Wir sind am Ziel vorbeigefahren. Ja, weil geschlossen. Weil geschlossen, weil angeblich Hochwasser. Jetzt komischerweise stehen wir noch näher an der Elbe dran, wegen nicht Hochwasser. Wir müssen es nicht verstehen. Haben auch eine schöne Tour durch Hamburg noch gemacht, damit ihr auch ungefähr weiß, wo wir sind. Jetzt sehen wir so Ecke Hohenfleet, glaube heißt das. Ja, und warum sind wir hier? Ja, eigentlich wollten wir mit dem Bulli Gründeich fahren, weil da war ja hat ja unsere YouTube unser erstes YouTube-Video stattgefunden eigentlich, genau, wenn man das so genau nimmt, auch wenn es einen Abbruch gegeben hat, aber genau, das war halt schon weitaus schöner, muss man sagen, das vom Wetter her war es richtig schön, war auch Mitte Februar und wir werden jetzt erstmal eine Scheibe Brot essen, weil sage und schreibe, es ist jetzt 13.15 Uhr für euch, wir haben heute den 2. April, also Karfreitag. Und ganz wichtig, Kar schreibt man wie das Auto, ne? C-A-R. Deshalb ist heute Karfreitag. Und wie gesagt, wir werden jetzt aber erstmal Mittag machen, weil wir haben echt Hunger. So ist es. Und in der Zeit, wo wir Mittag machen, da machen wir mal so einen kleinen Flashback, so einen kleinen Rückblick. Wie sah denn die erste Folge eigentlich aus? Genau. Viel Spaß damit. Statt Foto ein Video zu machen, bringt doch mehr Sinn. Wenn ihr euch wundert, warum es so laut ist, tja, hinter, in die Richtung, nee, wohin muss ich? Nein. Irgendwo da hinten ist die Autobahn, A7, und genau. Das im Hintergrund ist unser schöner Bulli. Wenn ich jetzt das Handy nicht nutzen würde zum Filmen, könnte ich gucken, wie das Schiff heißt und welche Schiffe kommen, weil natürlich hat man entsprechende Apps immer drauf. Selbst für Flugzeuge heutzutage. Also lecker war das, was war denn das gerade? Mittag. Wir haben Mittag gehabt. Das Mittag, genau. Ich muss gerade überlegen. Mittag ist. Gefrühstückt haben wir schon. Ja, eigentlich wollten wir rausgehen, aber das ist ein Wetter da draußen, das ist, nee, da geht man nicht raus. Ja, es regnet gerade. Also von daher machen wir es uns doch hier gemütlich nochmal im Bulli. Genau. Wir haben das Wetterradar angeschaut. Ungefähr eine Stunde müssen wir jetzt halt wirklich uns aushalten. Und dann können wir auch mal rausgehen. Dann nehmen wir euch natürlich nachher mit. Ja, aber das ist nachher. Ja, wie gesagt, ist der letzte Trip mit unserem Bulli. Ja, wir werden also danach den Wagen langsam aber sicher umbauen. Weil dann geht er in den Verkauf. Genau. Das heißt für euch, ja, es nähert sich dran. Der Malibu kommt nicht mehr vor Ostern. Na, wie gesagt, ich habe ja gesagt, 2. haben wir. Ja, heute. Das ist nun mal halt nicht, aber er ist demnächst auf jeden Fall mit Sicherheit da. Genau, also die Papiere sind schon mal anwesend. Das haben wir jetzt gehört. Jetzt muss noch das eine oder andere natürlich fertig gemacht werden. Zugelassen werden muss er dann noch alles. Also, wir denken mal, in diesem Monat sieht es dann schon besser aus. Dann kommt der Zwischen-Malibu. Ja, genau. Unser erstmal vorübergehendes Zuhause. Genau, unsere Alternative. Ja, Marcel, was haben wir denn noch sonst so für Reisen mit dem schönen Auto hier gemacht? Ja, um das zu euch zu erklären, wir wollen natürlich ein bisschen in Erinnerung schwelgen, weil es war doch genau, und da nehmen wir euch natürlich mit. Einiges, was wir mit diesem Bulli hier gemacht haben. Mhm. Insgesamt haben wir ihn ja seit dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre, ne? Und haben wir schöne Sachen gehabt. Unter anderem haben wir mal Spontanität an den Tag gelegt. Ja, wir sind ja gerne mal spontan, also mit uns ist immer zu rechnen, dass man mal irgendwo ganz woanders landet. Ja, so auch in dieser Reise. Ja, in dieser Reise zum Beispiel können wir sagen, wir sind jetzt im Norden, um dann im Harz zu landen. Es liegt auf dem Weg einfach, ne? Hamburg liegt immer auf dem Weg. Und da, ja, seht einfach selbst. Genau.
Überlegen wir uns, wo es hingeht. Jetzt überlegen wir uns, wo es hingeht. Ja, zwei Orte haben wir. Entweder Trier oder Gröde. 3 Stunden, 1 Minute, also 305 Kilometer. Also 610 Kilometer. Hin und wieder zurück, richtig. Ja, aber das ist geiles Wetter eigentlich. Und der, wir kennen den Platz da, der ist auch richtig schön. Der war schön, der Campingplatz. Der war richtig schön. Ich würde sagen, wir fahren für 2 Tage da auch hin. Genau. Das ist ja so, wie als wenn wir an die See fahren. Genau. Und von daher ist es ein Urlaub vom Urlaub. Genau, wir machen jetzt nochmal einen Urlaub im Urlaub. Genau. Da, und das kann man nur beim Camping, das ist das Schöne. Du kannst richtig im Urlaub nochmal einen anderen Urlaub machen, weil er anders ist. Das ist das Geniale. Gut. Also so ein Wetter wie in Gröde hatten wir definitiv, so ein Wetter wie hier hatten wir in Gröde auf keinen Fall. Das stimmt, es hat zwar mal geregnet in Gröde, aber nee, da war, doch, geregnet hat zwischendurch auch mal. Aber da war nur Sonnenschein, da war windig, wieso? Ja, aber zwischendurch hat es auch mal kurz geregnet, aber ist auch egal, auf jeden Fall hier regnet es leider nur genau dauerhaft. Also wir schaffen es nicht rauszukommen, vielleicht um 19 Uhr könnten wir dann doch mal rausgehen. Schauen wir mal. Weil genau, wir wollten eigentlich, würde ich mal an der Elbe noch spazieren gehen. Mhm. Ja, Abschied vom Bulli. Da kommt natürlich eine Sache immer wieder hoch bei uns und das wird, glaube ich, richtig schwer werden. Eigentlich unsere längste Reise natürlich war es. Unsere längste, und es wird schwer werden, wenn wir den Bulli abgeben werden, weil... Ja, da hängen doch Erinnerungen dran. Ne, da haben wir nämlich unsere Hochzeitsreise ja mit wir gemacht. Wir sind, genau, erst zum Heiraten an einen Urlaubsort gefahren, natürlich nach St. Peter-Ording, genau, wo wir auch immer wieder gerne sind. Waren wir auch einige Male mit dem Fahrzeug und natürlich dann das Highlight Norwegen. Genau. Der Hammer. Zum Beispiel das Logo zum Beispiel von Kreuzfahrt Bulli und Kreuzfahrt Camper, wo der Bulli noch drin war, also unser ehemaliges Logo. Genau. Das ist genau da entstanden. Korrekt. In St. Peter-Ording. Ne? Mhm. Und wo wir aber 3 Wochen mal sprechen, was machen wir jetzt gerade aktuell, weil uns ja langweilig ist und rausgehen können. Nicht? Wir spielen Karten und wir haben 3 Kartenspiele, die wir richtig Spaß machen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, müssen wir ja sagen, weil wir blenden da ja jetzt Sachen ein. Genau. Ganz klassisches Spiel ist natürlich Uno. Vertreibt auf jeden Fall diese Zeit. Genau, hat er eben gerade mal eine Partie auch gewonnen. Ja, aber ansonsten hast nur du gewonnen. Genau, dann durch Thorsten haben wir ein neues Spiel kennengelernt, Skibbo. Das ist auch sehr Spaß. Das macht Spaß. Richtig Spaß. Sicher. Und das hast du jetzt nochmal erwähnt, das haben wir jetzt... Ja, das haben wir, habe ich irgendwo im Laden gesehen und habe gedacht, ach, das ist doch ganz cool. Elva raus ist auch ein richtig tolles Spiel, was wirklich die Zeit vertreibt. Romy natürlich auch, das haben wir auch irgendwo hier. Also das sind so die Kartenspiele, mit denen wir unsere Zeit vertreiben. Was uns interessiert, mit was vertreibt ihr denn eure Zeit, wenn es halt mal regnet und man auch nicht gerade Fernsehen gucken will? Genau. Ja, wir werden jetzt eine Partie Skippo spielen und ihr dürft nochmal einen kleinen Rückblick in unsere Reise von 2019. Unsere Hochzeitsreise machen. So, neuer Tag, meine Lieben. Und hier spricht jetzt nicht mal Herr sowieso, sondern hier spricht von mir Kreuzfahrtbulli. Genau. Seit gestern. Dann ganz offiziell geheiratet. Wir haben euch ja eben gerade so ein paar Bilder gezeigt. Also wir hatten eine wunderschöne Hochzeit. Einen wunderschönen Tag. Genau, halt mal. Genau, danke an alle, die dabei waren. Also ihr habt diese Hochzeit zu was Besonderem gemacht. Waren das nicht schöne Bilder gerade? Oh ja, das sind eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Also die Reise mit unserem Bulli, das war wirklich wunderbar. Wir haben auch hinten auf unseren Jacken ja immer noch Kreuzfahrtbulli stehen. Ja. Das haben wir nicht geändert.
Weil ja, in Zeiten von Corona kann man ja auch nicht mal zu seinem Händler hinfahren, der das gemacht hat, dass man das wegmacht und da halt Camper hinstellt. Aber so ist das nun mal. Ist nicht schlimm. Und wie ihr seht, wir sind mal draußen. Wir sind tatsächlich draußen, hat aufgehört zu regnen, man glaubt es ja gar nicht hier. Großen schönen Pötte, die hier aneinander vorbeifahren. Konnten wir natürlich auch von innen sehen, aber von hier draußen ist natürlich nochmal schöner. Wir zeigen ja mal gerade ein Bild und wir sagen ja, naja, wir dachten bei dem Schiff schon, hoffentlich rammt es nicht ein zweites Schiff, denn haben wir hier einen zweiten Suezkanal. Da liegt nämlich ein anderes Schiff in die Richtung, weil, und das ankert da. Genau so, Evergreens, naja. Ist ja bekannt. Ich sag mal so, das wird auch immer wohl ein Evergreen bleiben. Ja. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen spazieren gehen und in der Zeit, wo wir spazieren gehen, da werden wir zurückblicken auf einen wunderschönen Urlaub im November 2019. Das ist der erste Urlaub nach der Hochzeitsreise, wo wir eigentlich so verheiratet waren. Oh, war richtig schön. Und das sind, glaube ich, tolle Bilder vom Gardasee, oder? Das ist richtig, ja. Und das zeigen wir euch jetzt und wir gehen ein bisschen spazieren. Genießt es. Sind da? Schnitzelgrillen. Damit ihr es auch glaubt, kann der Marcel noch ein Foto einblenden. Ich habe eins gemacht. Kalt. Ganz schön windig da draußen. Das macht dann doch nicht so viel Spaß. Das macht aber hungrig. Hungrig. Ja, wir waren, also wir haben gelernt von den anderen YouTubern endlich. Das ist wirklich in Leib und Seele umgegangen. Wir haben uns einfach gestern was zum Essen gemacht und das machen wir jetzt nur noch warm. Das ist mega cool. Also es ist zwar nur Spaghetti und ein bisschen Möhren da drin. Und Würstchen. Und Würstchen, also was Einfaches, aber... Boah, Hauptsache wir haben jetzt was zum Futtern. Genau so sieht's aus. Ja, und Stefan, was ist gerade passiert, wo wir die Kamera in die Hand genommen hatten? Ja, es hatte gerade jemand gewunken und ich dachte, okay, eine junge Dame, ganz nett. Also, ja, dann habe ich die Tür aufgemacht. Was ist da dann passiert, Marcel? Ja, da hat uns jemand erkannt und zwar bei Instagram werden wir verfolgt, wollte ich schon sagen. Wie nennt man das? Man folgt da jemanden. Verfolgt nicht einen, ja. Sondern man folgt einen. Und zwar T4 und wir aus Hamburg. Richtig cool. Ganz liebe Leute, also kleines Kind dabei, also naja, was heißt kleines Kind? Also in der Schule würde ich sagen, könnte es schon gehen. Also total nett, die beiden. Echt toll. Super. Auf jeden Fall lustig. Also das ist ja das erste Mal, dass uns das passiert ist. Das eine Mal war ja das mit Gandalf, auch in St. Peter-Ording. Ja. Lustigerweise waren die auch zum selben Zeitpunkt in St. Peter-Ording wie wir. Ja, und das hatte sie gerade gesagt. Und Gandalf war auch, das war das letzte Mal, wo wir in St. Peter-Ording waren. Ja, das kann sein. Das ist so lustig. Naja, Bullifahrer sind halt in St. Peter-Ording. Ja, das ist St. Peter-Ording und die Bullifahrer, das ist so. Genau, mal gucken, wenn die Malibu-Fahrer dann auch da zu stoßen werden. Ja, so, wir werden jetzt was zum Essen machen. Ja, mein Gas ist jetzt hier fast leer, das heißt, ich muss gleich nochmal Gasflasche wechseln, aber... Ja, es wird schon passen. Genau. So, wir werden jetzt essen und dann melden wir uns nach dem Essen wieder, weil eine Reise wollen wir auch nochmal Revue passieren lassen, aber erst nach dem Essen. Genau, die schauen wir uns später nochmal an. Lecker! Ja, war's. Oh ja, hast du gestern gekocht? War wirklich spitze. Ja, wir verfeinern ja unsere Spaghetti jetzt langsam. Jetzt ist da schon Möhrchen drin, das war früher nie drin. Normalerweise ist auch Zucchini drin. Ja, aber die hatten wir für was anderes gebraucht, damit wir auch bei unserem Hähnchenauflauf auch mal was Gemüse haben. Ja, so langsam aber sicher wird man doch noch ein bisschen vernünftiger. Nein. Ja, nee, so langsam magst du mal das ein oder andere.
Ja, sag ich doch, red doch von mir. Du bist, dass du nicht vernünftig wirst, das weiß doch jeder. Naja. Aber ich sag mal so, dadurch, dass mein Lebensalter ja immer höher wird, wir wollen von morgen noch gar nicht reden. Wobei, wenn das Video online geht, war es ja dann gestern. Weil, wenn uns nicht alles täuscht, müsste heute Ostersonntag sein. Also, wir wünschen euch auch noch frohe Ostern. Auf jeden Fall, schöne Ostern, natürlich, schöne Tage dafür. Solltet ihr das Video später sehen, wünschen wir euch frohe Weihnachten. Man weiß ja nicht. Ja, je nachdem. Ja, wir werden auf jeden Fall hier den Abend ausklingen lassen, werden hier noch eine ganze Weile bleiben, weil es einfach richtig schön hier ist, direkt an der Elbe. Und ja, dann werden wir jetzt auf jeden Fall keinen Film gucken. Nein. Was sonst immer noch gemacht wird, sondern... Jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Wir verabschieden uns doch gar nicht für den Tag. Sondern, erstmal gehen liebe Grüße raus an Jason. Ah ja. Ja, einer, der unsere Videos gerne guckt. Und da sagen wir natürlich liebe Grüße. Und da waren mal ein paar Fragen, die wir vielleicht beantworten können. Wie haben wir uns kennengelernt? Ist ganz einfach, im Internet. Genau, wie so viele andere wahrscheinlich auch. Genau, mit einer Tapse, mit einer, damit wissen die Leute schon, die sich das auskennen, wo das drüber gegangen ist. Ja, er hat mich dann beim ersten Mal versetzt, hat mich gerade vergessen, dass wir ein Date hatten. Ja, ja. Gott sei Dank habe ich auf einen guten Freund gehört und habe ihm nochmal eine zweite Chance gegeben. Ja, und jetzt sind wir halt verheiratet, seit über anderthalb Jahren. Siehst du, hat sich gelohnt zu warten. Ja, ja. Und... die Frage, die Jason auch noch, ob wir irgendwo mal Schwierigkeiten hatten, halt als verheiratetes Paar oder als Mann und Mann. Da man uns das ja nicht direkt ansieht, ehrlich gesagt, Gott sei Dank, nein. Also nicht wirklich. Also. Und selbst die, mit denen wir das Kontakt hatten, also die es dann erfahren haben, dass wir gar nicht, überhaupt nicht. Also da klopfen wir auf Holz, das lief bis jetzt. Das soll auch weiter so bleiben, finde ich. Weil wie gesagt, wir sind ja dann völlig... normal geblieben in unserer Verrücktinität 0815 blablabla. Wir sind alle Menschen, egal wie, wo, was. Also von daher ist es... Genau, 100% ne. Mensch. Ein sehr gutes Projekt empfehlen wir euch. So, nun aber, wir werden heute keinen Film gucken, was wir ja sonst immer sagen, sondern wir werden noch eine schöne Party Skibbo spielen. Das machen wir sehr gerne. Und dann werden wir uns ausruhen und dann geht es morgen... nochmal weiter, aber in der Zeit, wo wir uns ausruhen. In der Zeit kriegt ihr nochmal die besonderen Videos, beziehungsweise nochmal einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr, und zwar ins letzte Jahr im Sommer. Da haben wir nämlich auch nochmal eine schöne Reise mit unserem schönen Töfter 4 gemacht. Also. Da waren wir in der Schweiz. Genau, in der Schweiz und Österreich. Italien. Italien. Ach, das war so herrlich. Genau, die letzte große Reise mit dem Bulli. Und das seht ihr jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt. Und wir spielen Skippo, das heißt, ich gewinne, er verliert, alles wird gut. Das werden wir dann sehen. Und dann sehen wir uns nach dem Video wieder. Na du Trottel. Erstmal guten Morgen. Habe ich ja schon gesagt zu den Leuten, aber jetzt erzähl mal, was du schon wieder vergessen hast. Ja, was der Typ da macht, ne? Also der versucht gerade für euch was zu posten, aber der Internetempfang ist hier, naja. Stück für Stück dauert das halt, ja. Nein, ich habe bin mal wieder Drohne geflogen und habe natürlich mal wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also musste ich die Strecke nochmal fliegen. Aber ging alles. Ich hasse Höhe. Tja, naja, da kann man aber nichts dran machen. Hier ist es nun mal hoch. Aber auch schön, diese Aussicht. Wow. Absolut Hammer. Also wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal eine Korrektur machen, was er da gerade gelabert hat. Also ja. Wir sind hier jetzt auf dem Flecken Italien. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben den, mein Geburtstag. Sagen wir einfach so, 3.4. Also für nächstes Jahr möchte ich mehr Geburtstagskarte landen haben. So ein Quatsch. Also wenn ihr jetzt das Video guckt, tut mir leid, ist zu spät. Ihr guckt alle mal zu spät, das schafft ihr nicht mehr. Gerade schönes Foto gemacht, weil ist echt Hämmer hier. Ja, die Sonne lacht. Ne? Oh ja. Das haben wir verdient. Gestern so ein blöder Regen hier und jetzt ist aber richtig schön Sonnenschein. Wir waren gerade einkaufen, man merkt, es war Karfreitag. Voll. Oh, 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 oh. Hoho. Aber egal, jetzt werden wir ein schönes Frühstück genießen. Mhm. Eigentlich kann man sagen, ist auch das letzte Frühstück in dem da, der da steht.
Und ja, und dann geht's heute Nachmittag in den Harz, denn da gibt's meine Geburtstagstorte. Freust du dich? Na sicher. Na sehr gut. Hab ja extra bestellt. Dann lass uns mal frühstücken. Genau. Los geht's. Lass mich doch ins Loch fallen. Ja, hier sind Löcher im Boden. Aber das kann passieren. Ach, was herrlich, muss man sagen, heute der Tag. Also wenn man sich überlegt, gestern haben wir die ganze Zeit gesagt, oh, Regen, Regen, Regen. Und heute das, ja, das glatte Gegenteil ist ja einfach. Strahlender Sonnenschein. Schön. Jan, theoretisch ist die Reise hier zu Ende. Und zwar rein praktisch für dieses Video. Wir werden mit unserem Bulli jetzt gleich in die Richtung Harz fahren. Genau. Werden dort entsprechend meinen Geburtstagskuchen abholen. Ja. Und dann natürlich noch Ostern halt dort verbringen. Aber das werden wir nicht mehr aufzeichnen, weil wir einfach sagen können, ah, ist ja heute Geburtstag, habe ich ja glaube schon zigmal heute erwähnt. Ich möchte nur noch mal gesagt haben, heute ist ja Geburtstag. Und das Zweite ist, ihr kennt den Harz ja auch schon. Genau. Das. Und ja, das muss er jetzt nicht jedes Mal halt mit einbetten sozusagen. Genau, das wollen wir einfach mal nicht filmen. Das heißt, den Tag werden wir mal genießen, so wie unsere Hochzeit. Die haben wir dann auch irgendwann für uns alleine genossen. Dementsprechend hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Soweit sind wir noch gar nicht. Nee? Nein, auf jeden Fall können wir sagen, es war wirklich immer eine schöne Zeit mit dem Bulli. Das waren wirklich tolle Reisen. Ihr habt sie jetzt alle gesehen, so ein paar Ausschnitte. Alle habt ihr nicht gesehen, ein paar haben wir ja gar nicht gefilmt. Wir haben uns die für uns die schönsten halt rausgesucht. Genau, wo wir mindestens Videomaterial haben. Weil ja, der klar. Eine war ja auch noch schön, da hatten wir halt nichts. Mhm. Ja. Und so geht's halt zu Ende. Der Bulli wird in 1-2 Wochen zurückgebaut. Dann wird er wieder ein normaler Multivan. Und genau, das ja. Heißt, die Teile werden wir werden die nicht als Camper verkaufen, sondern als Multivan. Und es gibt noch ein Video, da werden wir nochmal ein Fazit ziehen in knapp 3,5 Jahre VW T6 Multivan, was wir alles so an Problemen hatten und was aber dann doch das Schöne ist. Also nach 2 Jahren hatten wir das erste Fazitvideo, jetzt kommt das Abschlussfazitvideo. Das kommt dann vielleicht in 2 Wochen, das wissen wir noch nicht. Und jetzt freuen wir uns schon tierisch auf unserem Malibu, der soll bald kommen. Und solange heißt es für euch, habt eine gute Zeit, feiert schön Ostern. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Dann sehen wir uns bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.